Freunde, willkommen zu Sondelsüchtig. Da ist er wieder, leider verspätet um 3 Tage. Wir machen denn heute den Verlosungsfreitag auf dem Sonntag. Hatten wir auch noch nicht, sonst war ich bis jetzt immer pünktlich. Aber ich habe es leider so ein bisschen verpennt. Die Zeit, die rast momentan so an mir vorbei. Bis Donnerstag war ich noch krank und dann Donnerstag ging es so einigermaßen wieder. Und am Donnerstagabend haben wir uns so für ein spontanes Treffen entschieden mit ein paar Sonnelsüchtig-Freunden. Ja, und dann sind wir gleich 2 Tage dort geblieben, haben gegrillt, haben wirklich viel Spaß gehabt. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze nicht krumm. Die Gewinne sind heute mal nicht so ganz auf Sondeln ausgelegt, denn Ende des Monats geht es ja in die Wietze zum Goldwaschen mit Sondel die Waldfee. Da werden wir dann mit unseren Zuschauern, also 5 von mir, 5 von ihm, dann Goldwaschen gehen. Und aus diesem Grund verlosen nuggets24.de, der Jürgen, mein Sponsor, und ich, der Stefan, der Sondelsüchtige, für euch heute Sachen zum Goldwaschen. Ist nicht für jeden was, aber ich denke, den einen oder anderen interessiert es. Und vielleicht ist die Chance auch höher, wenn dann nicht so viele mitmachen. Und ja, wir schauen uns die Gewinne mal an. Als erstes gibt es eine Goldwaschrinne zu gewinnen. Ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung von diesen Dingern, aber ich denke, derjenige, der sich dann mit dem Gewinn auseinandersetzen wird, der wird das Ganze schon geschaukelt kriegen und schickt mir dann die ersten 3 Kilo Gold, die er mit dieser Rinne gefunden hat. Als zweiten Preis gibt es ein Profi-Waschpfannen-Set von Nuggets. Und auch hier habt ihr die Möglichkeit, das Gold also wieder auszuwaschen aus dem Gestein. Das habe ich schon mal gemacht, nicht in der Goldader oder in einem Goldfluss, sondern in einem Freizeitpark. Und da konnte man so kleine Pyrit-Mineralien auswaschen. Ist eine ganz entspannte Geschichte und ich mag das sowieso auch, wenn ich beim Sonnel die Waldfee dann immer dann beim Goldwaschen zuschaue. Das ist so richtig so tiefenentspannt. Und ja, vielleicht ist es für den einen oder anderen was. Also ein Profi-Goldwaschpfannen-Set und ja. Der zweite Preis, ich habe sie leider jetzt nicht auf, sie ist jetzt in der Waschmaschine, die ist schon ganz weiß gewesen vor lauter Salzen vom Schwitzen, ist eine Sondelsüchtig-Cap. Wie viele von euch wissen, habe ich ja meine eigene Sondelsüchtig-Cap und davon könnt ihr eine als dritten Preis gewinnen oder der erste, der gezogen wird, kann sich aussuchen zwischen den Sachen, was er haben möchte. Das kennt ihr alle. Und ja, diese 3 Preise gibt es also. Was müsst ihr tun, um bei dem Gewinnspiel dabei zu sein? Als erstes mal müsst ihr natürlich Carbonal meines Abonnenten sein. Genau, Abonnent meines Kanals sein. Das heißt, ihr müsst den Sondelsüchtig-Kanal auf YouTube abonniert haben, nicht auf Facebook oder sonst wo. Und das macht ihr unten rechts auf diesem kleinen roten Knopf, wo Abonnieren steht. Und das heißt, ihr bekommt jedes Mal, wenn ich jetzt etwas hochlade, eine Nachricht. Das heißt, ihr könnt euch die Videos angucken, die neuen Gewinnspiele, wenn welche kommen, wie sie jeden Monat ja kommen, eigentlich pünktlich. Und ja, dann seid ihr schon zum Teil dabei. Für dieses Video und diese Gewinne müsst ihr unten drunter, unter dieses Video auf YouTube noch drunter schreiben: Ich bin sondelsüchtig, denn das sind die meisten, die mich schauen, die gehen selber sondeln und buddeln und im Dreck spielen. Und ihr kommentiert also, ich bin sondelsüchtig. Natürlich dürft ihr auch einen Daumen hoch da lassen, ihr dürft auch noch anderes in die Kommentare schreiben, was euch so auf dem Herzen liegt oder wenn ihr was wissen wollt, haut es einfach unten rein oder wie eure Woche war, ist alles drin. Ja, ich hoffe, euch gefallen die Gewinne. Wie gesagt, es ist mal was komplett anderes, passt aber halt zum Thema diesen Monat, Goldwaschen in der Wietze. Und deswegen muss ich mir dieses Unkraut auch stehen lassen, weil der Flo gesagt hat, Goldwaschbart ist angesagt und wer den kürzesten Bart hat, der muss leider den Bohrrad anziehen. Ihr wisst, ich will da nicht rein, also muss ich das wachsen lassen, das juckt wie die Hölle. Aber da muss ich durch und ihr auch, ihr müsst euch das ja angucken. Also, das Gewinnspiel geht jetzt eine Woche lang bis zum nächsten Sonntag und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch bitte hinter das Sondelsüchtig noch ein Ausrufezeichen, also ich bin sondelsüchtig mit Ausrufezeichen, dann weiß ich zumindest, dass ihr noch dran geblieben seid und nicht einfach abgeschaltet habt, so wie viele andere, die dann nicht wissen, wie das Gewinnspiel vonstatten geht. Also, ich danke euch fürs Zuschauen, drückt den Abonnieren-Button, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat, kommentiert unten und ja, ach ja, ich gehe heute Abend online. 20.30 Uhr auf dem Sonntag ist immer die Live-Sendung bei mir. Und ja, schaut vorbei, wenn ihr mit mir schnacken wollt, wie meine Woche war, wie eure Woche war, wenn ihr Fragen zu Detektoren oder ähnliches habt. Und ja, da trifft sich Hinz und Kunz. Also in diesem Sinne, immer sondelsüchtig bleiben und allzeit gut Fund.